Moin, moin, liebe Leute. Wir spielen eine Adventure Map von Silver Piranha, nachdem ich gerade wieder eine gelöscht habe, die eigentlich nur aus asozialen Sprüngen und ich gehe dir ziemlich auf den Sack bestand. Und ich habe gesagt, Trollmaps, was das für mich ist, werde ich nicht mehr hochladen. Ihr regt euch dann eh nur auf, dass ich alles cheate, also spiele ich es erst gar nicht. Von wem war die Map? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Tut auch nichts zur Sache. Derjenige wird schon merken, wenn seine nicht dabei war. Es war irgendwas mit, die hieß schon irgendwas mit Parcours. Parcours to Freedom oder sowas. Also wenn du dich erkennst, nö. Das ist eine, also das, die Map war so quasi eine Reinkarnation daraus, was ich nicht spielen möchte. Ja, so heftig war die. So, dein Adventure-Zeug. Sorry, aber der Name des Buches ist nicht richtig. Übrigens, die Map heißt das querschnittsgelähmte Einhorn. Soweit ich weiß, rede ich zwar immer vom querschnittsgelähmten Eichhörnchen. Ja, ich bin noch im Creative. Aber Einhorn ist auch cool. So, Regeln. Da, da, da. So. Hi Insider, das ist meine erste Map und ich hoffe, dass sie dir gefällt. Regeln Seite 2, Story Seite 3. Keine Blöcke setzen und zerstören. Mods sind nicht erlaubt, außer bei Fail, Power, Fly und Nachtschalten. Was? Ach, außer bei Fail, Power, Fly und Nachtschalten. Bitte, falls vorhanden, keine Bugs nutzen. Lege Bücher nach dem Lesen zurück in die Kisten. Das querschnittsgelähmte Einhorn braucht deine Hilfe. Es hat Angst im Dunkeln und findet den Lichtschalter nicht mehr. Und wenn es Angst hat, dann pupst es radioaktive Gase, die Endzeitkinder fressen. Ihr glaubt gar nicht, was ich da für ein Problem mit habe. Dauernd schleicht so ein Einhornfurz unter der Tür durch und will mir ans Leben. An mein geliebtes Leben. Macht das Einhorn das Licht an, damit das nicht passiert. Ja, das klingt nach einem komplett normalen Tagesablauf bei mir. Was haben wir denn hier? Fleisch. Fleisch. Pack ich mal hier hin. Ich weiß zwar noch nicht, auf was ich spielen. Komm mal her, Regelbuch. Nö, ein Schwierigkeitsgrad steht da nicht. Ja, werde ich ja sehen. Werde ich dann im Zusammenhang ja sehen. Wenn kein Schwierigkeitsgrad dabei steht, dann spiele ich die Maps meistens immer auf Peaceful. 1. Endzeit. Ich wohne in Haus Nummer 1. Yay. Wichtig, diese Map soll keine behinderten Tiere angreifen. Gut, dass wir das geklärt haben. 5 explodierender Creeper. Nee, explodierter Creeper. Blindes Huhn. Stadtende. Sehr merkwürdiger Humor. Der Schnitzgelähmt ist an. Ich mach mal auf easy. Ich tippe mal, dass ich das so machen soll. Okay. Enderperlen. Blindes Huhn. Das war so nicht geplant. Oh, hi Endzeit. Warst lange nicht mehr hier. Wie dem auch sei, du weißt doch, dass das blinde Huhn mich beklaut hat. Darauf ließ ich eine Maßnahme einbauen, damit das nicht mehr vorkommt. Das Enderperlen Ziel werfen. Wenn du das nicht schaffst, darfst du natürlich fliegen. Aber bitte mach schnell, das Licht ist aus. Ich finde mein querschnittsgelähmtes Einhorn wirklich perfekt. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich eindeutig verarscht. Bitte braun und nicht einfach Lava zu Obsidian. Ja, das zögert doch nur alles hinaus. Feuer! Lesen wir mal. Feuer! So eine Zeit. Das da, Thorsten. Da das Thorsten, blindes Huhn, ja nicht lesen kann, schreibe ich dir mal, wie man hier weiterkommt. Durch Brauen eines Feuerresistenztranks. Das ist, glaube ich, der einzige Trank, den ich tatsächlich auswendig kenne. Plop. Und plop, plop, nein, und plop und plop und nein.
Plopp. Und dann kommt erstmal die Netawarze rein. Ja, was kann ich in der Zwischenzeit erzählen? Ah, Leute, das. Na, ich mag es nicht, in Adventures lange an einer Stelle zu stehen. Und warten zu müssen, zum Beispiel, bis ein Trank fertig ist. So, jetzt gib mir die Magma-Creme. Magma-Creme. Klingt wie ein Gleitmittel eigentlich, ne? The new Magma-Cream. For an everlasting penis. Oder so. Ja, ich habe kranke Gedanken. Bindet's mir ruhig auf die Nase. Den muss ich jetzt wahrscheinlich auch noch länger anhalten machen. Dafür ist dann das Redstone. Ja, dann habe ich alles. So. Ich freue mich auf die 1.4 Maps. Deswegen bin ich auch gerade dabei, so möglichst viele 1.3 Maps noch aufzunehmen. Ich glaube, ich habe nur noch 4 Stück oder so. Das ist schon Jans Knorke eigentlich. 8 Minuten. Warum ich 8 Minuten dafür brauche, keine Ahnung. Ich glaube, ich soll doch vielleicht erstmal auf Peaceful spielen. Weil dieser Creeper stand da jetzt relativ ungünstig. Da stand ja auch nirgends aus, was ich spielen soll. So, gut, dass ich diese 8-Minuten-Potion habe. Sonst wäre ich hier nie im Leben durchgekommen in. Ich weiß nicht, wie lange hält die normale? 2,5 Minuten? 3 Minuten? Jetzt mal einmal so. Nur weil mir das Brennen auf den Sack geht. Bitte erst zum Block springen, auf dem die Kiste steht. Okay. Nun ein einfaches Jump and Run und nochmal Ziel werfen. Okay. Bitte erst zum Block springen, auf dem die Kiste steht. So. Okay, wenn du meinst. Ach, oder soll ich hier erst hinspringen, damit ich die Kiste öffnen kann? Auch gut. Kein Thema. Und dann? Okay. I see. Hat man jetzt gerade nicht so erkannt. Hör auf zu blubben. Rätseltime. Rätseltime ist der Rätselpart des Adventures. Hier kommen unterschiedliche Fragen, die du richtig beantworten musst. Die Schwämme darfst du nicht setzen, sondern nur abbauen, da sie deine Leistung darstellen. Du musst außerdem immer beide beim Durchgang abbauen, damit die Wertung auch stimmt. Hä? Viel Spaß beim Rätseln. Schwämme 12, Schwämme schlecht, 9 Schwämme, 6 Schwämme gut. Ich kann mir jetzt gerade gar nichts darunter vorstellen. Ah, okay. Was ist der Sinn des Lebens? Ich würde spontan sagen, keine Ahnung. Der Sinn des Lebens ist definitiv nicht, Minecraft-Adventures aufzunehmen. Deswegen setze ich die da jetzt hin. Wer wohnte gegenüber von dir? Das querschnittsgelähmte Einhorn. Welche Farbe hat die Milka-Kuh wegen Werbung? Lila-weiß. Und sie schmeckt hervorragend. Okay. Okay. Hier hast du halt Emeralds. Ich brauche sie eh nicht. Helligkeit gleich dunkel. Nein, ich verstelle nicht mehr für Adventures meine Helligkeit. Eka. Eka. Versuche gerade das Einhorn zu erkennen. Ende. Okay, war kurz. Nein, nicht du. Goddammit. Mein Gut, mein Glück. Zum Glück hatte ich diesen langen Feuerresistenztrank. Danke für das Spielen meiner Adventure Map. Das querschnittsgelähmte Einhorn bedankt sich, dass du ihm das Licht angemacht hast. Jetzt muss es keine Gase mehr pupsen, die Enzerkinder auffressen.
PS, dies ist ein, wie man glaube ich erkennt, mein erstes Pixelart. Ich würde mich über Feedback freuen. Erbauer Nintendog 1 für mich, Tester, ja. Das war schön zusammengefasst, oder? Der finden sollte es, okay. Okay, jetzt erkenne ich das Einhorn. Sitzt in einem Rollstuhl. Okay, das ist politisch total korrekt. Und ja, aber ansonsten war es ganz nett, ein bisschen kurz. So Sachen wie Tränke brauen nimmt halt immer relativ viel Zeit in Anspruch. Ich habe generell nichts dagegen, aber es dauert halt so lange, ne? Also wenn dann so halbfertige Tränke mitgeben, ist, glaube ich, dann immer schon eine coolere Idee. Und ja, ich würde sagen, ich werde mich jetzt zu dem querschnittsgelähmten Einhorn gesellen. Bis dahin, tschö.